Hi. Letzte Woche hatten wir Besuch von Sebastian von der Firma Tune. Mit ihm habe ich mich sehr ausführlich und lange über Tune-Narben und noch weitere Themen unterhalten. Wenn euch das komplette Video zu lang ist, könnt ihr in der Beschreibung unter dem Video die einzelnen Fragen sehen und dort zur jeweiligen Frage skippen. Und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung. Servus zusammen. Ich bin der Stefan, bei uns aus der Marketingabteilung und wir haben heute Besuch aus dem wunderschönen Freiburg oder aus der Nähe von Freiburg. Heute ist Sebastian von Tune hier. Herzlich willkommen. Hi. Ich möchte mich mit dem Sebastian heute über Narben und deren Umbaumöglichkeiten von Tune unterhalten. Dem allen voran, Sebastian, Tune, ihr seid fast seit 30 Jahren der Inbegriff für Leichtbau. Leichter und schöner geht selten. Wie ist das mit der Alltagstauglichkeit? Kann man eure Narben auch ganz normal fancy im Alltagsrad fahren, ohne da irgendwie alle zwei Wochen die Lager tauschen zu müssen, weil sie unterdimensioniert sind wegen Leichtbau? Oder? Also da kann ich die Ängste nehmen. Das kann man tatsächlich machen. Und das wird auch, haben wir auch viele Kunden, die das wirklich auch tagtäglich einsetzen und selbst in Winterrädern verwenden. Da ist die Hemmschwelle schon ein bisschen geringer geworden und die Leute wissen, dass es eben alltagstauglich ist. Wir haben gerade im Rennradbereich mit den TSR-Serien, da auch wirklich eine Laufradserie etabliert, wo eben auch ausgelegt ist für den Alltag. Und da haben die Leute wirklich das auch schon kennengelernt und schätzen gelernt. Ja, cool. Also da kann man schon beruhigen, wenn man bei uns in der Gegend in Freiburg unterwegs ist, da kann man vielleicht auch den ein oder anderen Tune-Mitarbeiter dann erkennen, der dann gerade aktuell sind es ja winterliche Temperaturen und mit Schnee und Winterrad, die dann da wirklich dann auch mit einem Carbon-Laufradsatz durch die Gegend fahren. Geht natürlich auch noch um das Thema Testen, aber was die Narbe angeht, da absolut muss man keine sich also definitiv keine Sorgen machen. Und auch eine super beliebte Narbe im Cyclecross-Bereich. Mhm. Also wir haben sehr viele Leute, die die Narbe dort einsetzen. Ja. Sind zwar ab und zu nicht so glücklich, was den Einsatz vom Hochdruckreiniger angeht, aber die Jungs verstehen schon, dass man wirklich nicht direkt drauf hält. Und da funktioniert das wirklich schon seit Jahren sehr, sehr gut. Okay. Das mit dem Hochdruckreiniger, das sollte ja grundsätzlich jedem irgendwie bekannt sein. Viele halten sich da nicht dran. Mhm. Ich weiß, ich gehöre da manchmal sogar auch dazu, wenn es schnell gehen muss. Gibt es denn bestimmte Sachen, auf die wir bei einer Tune-Narbe im Alltag achten müssen? Gibt es irgendwelche Tipps oder Kniffe? Wie man zum Beispiel sehen kann, oh, jetzt brauchst du doch mal einen Service oder alles okay, kann ich gerade so weiterfahren? Ja, also wir sind, bei uns ist natürlich der Schwerpunkt das Thema Leichtbau. Also von dem her, von der Herangehensweise, von der Bauart, wollen wir natürlich versuchen, möglichst vom Gewicht runterzukommen. Von dem her sind einfach gewisse Dinge anders als bei anderen Herstellern. Wir können nicht so viele Dichtungen einbauen oder von den Kugellagern, von den Verteilungen oder was das Antriebssystem angeht, da haben wir natürlich immer auch die Thematik Leichtbau. Nichtsdestotrotz ist die Narbe eine sehr stabile Narbe und eine sehr haltbare Narbe und das sieht man auch immer wieder, dass eben Tune-Kunden die Laufräder eben über Jahre auch einsetzen. Also, Kann ich bestätigen, kenne ich viele. Genau, dass bei uns ein Laufrad eingeschickt wird, das schon über 15 Jahre alt ist und der Kunde möchte einen Service haben, das gehört dazu, und das ist auch wichtig. Und es ist wie ein Auto, ein Mitarbeiter vergleicht das immer gerne und holt das Auto raus und versucht den Leuten das so darzustellen. Ja. Wenn du dein Auto pflegst, es sachgerecht wäschst, auch gerade was die Thema Laufräder angeht, das immer schön reinigst, und dann ab und zu auch mal unter die Haube guckst oder in die Narbe und mal guckst, ob da alles noch passt, dann wirst du da sehr, sehr lange Freude haben. Ja? Okay, cool. Absolut verständlich. Mhm.
zum Thema Freilauf. Es gibt natürlich verschiedene Freilaufarten. Mhm. Ihr habt den, nennen wir es jetzt mal, den ganz normalen Shimano-typischen Freilauf. Mhm. Und ihr habt natürlich auch den XD-Driver für SRAM und E13 und andere Hersteller. Mhm. Sieht merklich anders aus. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Gibt es ansonsten noch andere Freiläufe für die Tune-Naben? Macht ihr einen Unterschied zwischen Alu- und Stahlkörper oder... Stahl gibt es bei uns nicht. Das hätte mich auch gewundert. Das sprengt unseren Rahmen, was das Gewicht angeht. Ich dachte, ich frage lieber mal. Nein. Bei uns Aluminium, die Freiläufe sind aus Aluminium. Wir haben, was die Materialien angeht, können wir bei den Naben jetzt über 20 Jahre Erfahrungen profitieren und haben gerade, was das Material angeht, auch viel gemacht und auch können hier auch wirklich in die Vollen greifen. Mhm. Ihr kennt vielleicht den ein oder anderen Freilauf, wo matter ist. Gerade jetzt, wenn wir den Shimano nehmen, wo wir natürlich die Thematik haben, dass hier gerne auch sich die Kassette einarbeitet, ja, das einzelne Ritzel. Ja. Das haben wir nicht. Es ist nicht matt, also es ist nicht kugelgestrahlt. Die Oberfläche wurde nicht komprimiert. Und es ist auch kein Hart-Eloxal, also dieses nicht silberne, sondern das gräuliche, was du von den Gabeln auch ganz gut kennst oder von den Varios. Ja. Hart-Eloxal ist deutlich härter, die Oberfläche, hat aber wiederum auch den Nachteil, das Material wird spröder. Und gerade beim Freilauf ist das auch wiederum, das wollen wir ja auch nicht haben. Und dann gibt es noch die Variante, einen Stahlinsert zu machen, haben wir ja auch nicht. Ja, also was machen wir? Wir haben da materialtechnisch von den Legierungen viel experimentiert und haben ein Material gefunden, das sich etwas schwieriger verarbeiten lässt, aber unsere Jungs können zaubern, die haben es geschafft und wir verarbeiten ein Material, was sehr zäh ist, sehr fest ist und wir können verzichten auf diese ganzen Maßnahmen und haben gerade was das Einkerben angeht, keinerlei Probleme. Also es kann sein, dass ich ganz klein ein bisschen ein einzelnes Ritzel einarbeitet, aber es wird niemals durchgehen. Ja. Also da komprimiert sich ein bisschen das Material und da ist der Freilauf richtig sehr gut geworden. Also ich muss auch dazu sagen, ich kann die Aussage bestätigen, ich habe schon mehrere Tune-Freilaufkörper gesehen im klassischen Stil. Wie du schon sagst, man sieht ganz, ganz kleine Riefen, wenn überhaupt. Ich dir. Also klar, Gott sei Dank, was die Materialwissenschaft quasi angeht. Ja. Wissenschaftler sind wir jetzt nicht, aber wir leben das Thema tagtäglich und jede Reklamation, die reinkommt, ist eine Reklamation, trotz alledem. Und wir beschäftigen uns und wir wollen natürlich hier keine Reklamation. Unser Streben ist wirklich, dass keine Ware zurückkommt, sondern dass wirklich die Kunden wieder bestellen und wir auch bei diesem Verschleißteil auch keine Servicefälle haben. Und wir versuchen permanent daraus zu lernen. Ja. Und das ist der Vorteil. Wir haben ja, du hast eben angesprochen, wir kommen aus Freiburg am Fuße des Schwarzwaldes, born in the Black Forest. Mhm. Und wir haben alles im Haus. Ja. Wir haben komplett Entwicklung, die Produktion im Haus, natürlich auch Montage und Service. Mhm. Und da können wir halt tagtäglich kurze Wege gehen und auch wirklich Fälle sofort thematisieren und schauen, da müssen wir was machen. Cool. Was die Freiläufe angeht, eben zum einen den XD-Driver oder die Varianten jetzt, was man damit abdecken kann. Dann hier habt ihr jetzt einen 11-fach-Freilauf. Dann gibt es hier noch den 10-fach, einfach von den Höhenunterschied. Und wir haben jetzt hier Disc. Die Variante gibt es natürlich, wenn wir jetzt mal auf Rennrad schauen, gäbe es dann noch mit dem Campagnolo-Freilauf. Mhm, genau. Das ist aber ja dann so, dass... der Standardumfang, den man ja wirklich sehr, sehr oft sieht. Ja, ne? Definitiv. Ja. Also hauptsächlich spielt sich es in dem Bereich dann. Ja, okay. Wir haben es ja zu Anfang, haben wir es schon mal kurz gesagt, dass es ja natürlich auch um den Tausch von so einem Freilauf geht. Wenn man jetzt den Schritt geht, nehmen wir jetzt mal an, ich möchte von meiner Shimano-Gruppe weg und möchte jetzt lieber zu SRAM wechseln, weil ich 12-fach fahren möchte. Und muss somit bei meiner Tune-Nabe auf einen XD-Driver wechseln. Mhm.
wenn ich mich für diesen Schritt entschieden habe und die Narbe auseinandernehme, kommen ja auch Sperrklinken respektive die Federn dazu zum Vorschein. Mhm. Gibt es dort einen bestimmten Wert oder kann man an irgendetwas erkennen, dass ich diese Federn tauschen muss oder eher gesagt die Klinken tauschen muss, weil das ist ja auch eine mechanische Anspruch bei einer Sperrklinke. Richtig, ja. Ja, also in dem Sinne ist es, die erste Hemmschwelle ist eigentlich, wenn man die Narbe hat, und das, in dem Fall ist es ja meistens dann das Laufrad, mhm, und ich möchte jetzt tauschen. Also der Wechsel ist ohne Probleme möglich. Da gibt es ja dann auch hier über euch oder über den Handel. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel die diversen Umrüstkits auch, ja, eben für vorne auf von Schnellspanner auf Steckachse umrüsten, ja, alles kein Problem. Und wenn man bei uns jetzt das Laufrad oder die Narbe eben in die Hand nimmt und nachschaut, da findet man natürlich jetzt hier keinen Imbus oder keinen Ansatz. Wie kriege ich das ganze Thema denn auseinander? Und es ist doch relativ einfach, dies zu lösen. Ich würde es jetzt einfach auch mal zeigen. Gerne. Detaillierter und genauer könnt ihr das bei euch bei Components dann eben nachschauen. Da haben wir ein detailliertes Video auch angefertigt, wo er das wirklich ganz genau und erklärt. Das, ja, würde auch den Rahmen sprengen. Oder bei uns dann auf der Webseite. Ich mache es nicht tagtäglich. Ich bin kein Servicemann. Ich bin eigentlich der Bürohengst bei uns. Von dem her gehe ich an die Sache heran wie ihr. Ja. Und ihr seht, es ist wirklich kein Hexenwerk. Wir haben jetzt hier eine Stange, was eigentlich auch ein Schnellspanner sein könnte. Also er nimmt einfach einen alten Schnellspanner oder eine Stange. Auf gar keinen Fall. Sag's. Auf gar keinen Fall einen normalen Schraubenzieher. Kenne ich auch zu Genüge. Den steckt man nämlich dann in diese Narbe rein, probiert irgendwo diesen Punkt zu finden, wo man quasi den Gegendruck merkt, schlägt einmal drauf und rutscht natürlich sofort ab. Das ist mit so einer Stange nicht der Fall. Deswegen auf gar keinen Fall auf die andere Variante gehen. Definitiv, da hast du recht. Und diese Dinge gibt es relativ häufig. Also was wir machen wollen, wir wollen die Distanz runtertreiben, dass wir an die Achse rankommen. Und diese Distanz, also es ist keine Mutter, es ist kein Gewinde, es ist eben eine Presspassung. Wir sind da sehr genau, wir arbeiten gerade in den Passungen von den Kugellagern in einem Bereich, wo kein anderer also Narbenhersteller hat. Mhm. Also wir nehmen es da sehr genau, das zeichnet uns aus. Mhm. Und wir haben hier innen eben eine Kante, einen Absatz. Und ich möchte jetzt nichts anderes. Ich möchte quasi durch die Achse möchte ich das hier treffen. Mhm. Und die Fläche ist natürlich nicht sehr groß. Und wenn ich dann mit einem Schraubenzieher rangehe, die Gefahr, dass ich mir dann hier... zwei mini, mini kleine, ja, Punkte, die aufsitzen. Ja, ja, das macht keinen Sinn. In den Anleitungen oder eben im Video ist das dann, ja, erklärt, wie ich das Ganze austreibe. Bei uns ist es so, dass eine Seite geklebt ist, mhm, und die andere Seite eben mit der Presspassung. Mhm. Immer zum E von Tune. Dort wird eben die Distanz ausgetrieben. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Ich suche den Absatz. Hier habe ich ihn. Dann nehme ich einen Schonhammer und mit ein paar kräftigen Schlägen treibe ich die Distanz aus. So, das haben wir hier gemacht. Da ist es. Die Distanz. Mal hier hin. Dann haben wir hier noch ein paar Passscheiben. Die erklären wir dann gleich, für was die sind. Und dann möchte ich hingehen. Also das ist das Werkzeug von uns, das Basistool. Das beinhaltet ein komplettes Set. Das ist quasi wirklich auch das Profi-Tool, ja, um auch komplett die Montage, Demontage jedes einzelnen Kugellagers wirklich sachgerecht auch ausführen zu können. In meinen Augen eigentlich ein Muss für diese Arbeiten. Alles andere macht einfach keinen Sinn, wenn man es mal so nennt, ja, oder? Genau, die Gefahren sind einfach zu groß, dass, ja, ihr was beschädigen könnt. Und mit einem schönen Werkzeug, wo funktionabel genau darauf abgestimmt ist. Gefällt es auch direkt viel leichter. Ja. Dann haben wir hier ein Aufschlagwerkzeug, ein zweiteiliges, das eben auf diese 17 mm Achse genau passend ist. Dann haben wir hier den Aufschläger, den stecke ich hier rein.
und dann treibe ich diese Achse, die möchte ich jetzt raus. Ich kann die von, mit Hand kann ich die nicht austreiben, also die Passung ist so exakt. Mhm. Wir wollen ja möglichst vermeiden, Mikrobewegung, dass wir hier Spiel drin haben und dass wir dann eben, wir wollen ja möglichst sorgenfrei jahrelang fahren. Richtig. Und deswegen eine exakte Richtig. Passung. Hier ist wichtig, sagen wir im Video auch nochmal, austreiben ein bisschen mit kreisenden Bewegungen, weil einfach die Kräfte dann besser verteilt werden und der Innenring vom Kugellager nicht so stark belastet wird. Weil wir wollen ja den Freilauf tauschen, ohne dass wir die Kugellager beschädigen. So, das müsste reichen. Nehmen wir das Ganze raus und hier kommt er schon. Hier haben wir den Freilauf. Dann beim Lösen kann es auch sein, dass die ein oder andere Sperrklinge sich dann ein bisschen rauslöst. Das ist ja okay. Mhm. Wir wollen das ja auch prüfen. Kannst du mir gerade ein bisschen was zum Reinigen, weil sonst haben wir jetzt gleich fettige Hände. Hier ist natürlich gut geschmiert, das soll auch so sein. Und in dem Sinne, ihr würdet jetzt hingehen, würdet das Ganze reinigen, am besten rausholen. Ich habe jetzt hier die Sperrklinken. Ich muss mal schauen, ob du das gut reinkriegst. Das sind die Sperrklinken, das sind Titansperrklingen. Hier ist es wichtig, dass man die einfach mal reinigt, rausholt, prüft, wie sind hier auf diesen Flächen die Abnutzungen. Wenn es jetzt nicht gleichbleibend wäre, also die komplette Fläche abgenutzt wäre, sondern nur punktuell hier in eine Ecke oder sowas, dann müsst ihr einfach mal beurteilen, im Zweifel kontaktiert Bike Components oder Tune und fragt mal nach, ob das in Ordnung ist. Dann eben die Sperrklinken austauschen. Es kommt relativ selten vor. Mhm. Also die Sperrklinken sind wirklich sehr, sehr haltbar, sehr langwierig. Also sehr robust. Muss man nicht unbedingt tauschen. Wenn, dann ist es wichtig, dass man alle drei tauscht. Mhm. Wie die Kette, Kette, Ritzel, die gleiche Thematik. Ja. Einfach komplett austauschen. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass Sperrklinken aus Titan wirklich, also A, dass es so gut machbar ist und vor allen Dingen, dass sie auch wirklich so haltbar sind, weil für mich, immer wenn ich an Titan denke, denke ich an relativ weiches Material und natürlich unfassbar leicht, dass sowas als Sperrklinke funktioniert, ich hätte es nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich cool. Ja, da hat sich viel getan, auch in den letzten Jahren. Also da, beziehungsweise was heißt letzten Jahren, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ich bin jetzt auch schon 22 Jahre bei Tune. Okay. Uns gibt es jetzt demnächst 30 Jahre. Also ich habe fast alles mitgemacht. Ja, okay. Und da gerade am Anfang gab es da auch wirklich, was die Qualität des Materials anging. Da gab es dann schon so ein paar Schwankungen. Da hat sich viel getan einfach. Ja. Und genauso eben wie mit der Aluminiumlegierung auch im Titanbereich. Ja. Da natürlich hat man dann so seine Erfahrungen und weiß wie und was. Das ist sehr gut geworden. Thema eben prüfen. Hier hat sich jetzt ein bisschen was rausgedrückt. Ist jetzt ganz gut. Das machen wir auch mal komplett raus. Moment. So. Was hier häufig nämlich gerne auch mal falsch gemacht wird, ihr seht jetzt hier die Sperrklinge, die ist gebogen und hier ist es ganz wichtig, dass man die richtig einsetzt. Also mit der geschlossenen Seite nach unten. Genau. Und ihr werdet dann sehen, wenn man es anders einsetzt, dann hat es einfach nicht mehr, dann arbeitet quasi hier die Sperrklinge und da ist einfach die Gefahr, dass sie nicht greift. Hier nochmal. Ja, genau. Also. Merkt euch, die geschlossene Seite immer zum Nabenkörper hin einbauen. Mhm. Und hier könnt ihr dann auch nach mehreren tausend Kilometern, wenn ihr die mal auseinandernehmt, eben prüfen, wie ist die Schmierung, vielleicht mal sauber machen. Die Federn, wenn ihr hier drauf geht und mal die alle drei vergleicht, dann merkt ihr, läuft das sauber. Könnt ihr auch hingehen, wenn ihr denkt, ich möchte ein bisschen, könnt ihr einfach ein bisschen auch aufbiegen, ja, kein Problem, ein bisschen aufbiegen. Dadurch könntet ihr theoretisch auch den Sound der Narbe beeinflussen, was beim Tune-Kunden so auch nicht sagt so man doch nicht. unwichtig ist. Ja. Und dann können wir die dementsprechend wieder einsetzen. Ich mache das jetzt nicht tagtäglich und habe jetzt nicht die filigranen Hände. Dann brauche ich mal schnell was zum Gegendrücken. Das ist nicht da. Nehmen wir mal hier die Sperrklinge.
Ich finde hier, bei der Arbeit macht sich dann ein Schraubenzieher doch wieder sehr positiv. Da, genau, ja. Ja. So, dann läuft hier alles sauber. Ja. Klar, natürlich, Kugellagercheck über die Jahre. Es sind alles Verschleißteile, prüft das Ganze. Hier auch wichtig zu wissen, die Narbe hat Standard-Rillenkugellager, die aber mit einer speziellen Fettmischung von uns verbaut werden. Aber im Freilauf, in der Innenseite, also eben hier direkt unterm Antrieb, da ist ein vollkugeliges Kugellager, weil hier einfach die meisten Kräfte werden. Wollte ich gerade sagen, ne? Da also, ist einfach der größte, genau, der, also, die größte Krafteinwirkung. Hier sind quasi die Scherkräfte, hier arbeiten die Nadel und Freilauf gegeneinander und hier sind die größten Kräfte. Deswegen das Kugellager eben ein bisschen verstärkt. Ja. Genau, Freilaufwechsel, relativ einfach. Wir haben es jetzt mal gecheckt, haben uns die Sperrklinken angeguckt. Das Ganze könnt ihr mit einem normalen Fett schmieren. Wir verwenden Molikote, muss nicht sein. Ich will jetzt keine Werbung für sie machen. Wir haben einfach die besten Erfahrungen. Am besten, ihr macht noch ein bisschen, es darf kein zähes Fett sein, es darf auch kein fließendes. Ihr wollt ja nicht wieder nach ein paar Kilometer dann wechseln und permanent das Fett rauslaufen haben, sondern ein gutes, hochwertiges Fett habt ihr bestimmt im Programm. Ich befürchte es, ja. Und dann ein Tropfen Öl ist auch nicht schlecht. Ja. Und dann eben dementsprechend einsetzen. XT-Dreifer, wir müssen jetzt komplett umbauen. Ihr denkt euch, es ist ein XT. Genau, wir denken jetzt einfach mal, wir hätten die Sperrklinken umgebaut. Genau. Ich setze es hier auf und muss jetzt gar nicht hingehen, einzeln aufdrehen, sondern ich drehe einfach und dann merkt er, dann kommt genau, er schon. Genau, ist meistens ja, also ich kenne es so, es ist meistens, wenn man ihn so mit einer Drehbewegung reindreht, ist es so eine Viertelumdrehung und dann rastet es eigentlich schon komplett ein. Dann geht es natürlich nicht. Okay. So, und dann wollen wir eben die Achse wieder eintreiben. Beziehungsweise hier. Da habe ich wieder unser Basistool, das passende Werkzeug. Das ist für die andere Seite. So. Dann wieder die kreisenden Bewegungen. Dann bin ich jetzt durchs erste Kugellager beim Freilauf durch. Dann kommt eine Phase. So. Und da ist es jetzt eben wichtig, da komme ich an das letzte Kugellager. Und hier ist es dann einfach wichtig, das ist noch ein bisschen Passung, ich mache noch ein bisschen. Warte. Und hier ist es dann einfach wichtig, dass ihr dann eben hier auch nachschaut, einfach nicht drauf loshämmert, weil es könnte sein, dass ihr vielleicht hier ein bisschen schief seid, verkantet und das Kugellager eben ausschlagen würdet. Ja. Okay. Die Kugellager sind eben von der Passung nehmer sehr genau, sind auch eingeklebt worden. Also so schnell geht es nicht raus, aber wenn ihr natürlich da richtig drauf haut, dann ist die Gefahr, dass ihr es rausschlagt und auch dann dementsprechend beschädigt gegeben. Die kreisende Bewegung, immer gut. So, eben in dem Fall kann jetzt nichts passieren, weil auch eben angeklebt. Ich gebe nochmal einen Schlag drauf. So, und dann gehe ich eben hin. Wir haben kein Gewinde. Wir haben in der Vergangenheit eine alte Generation 15 mm gehabt mit Gewinde zum Einstellen, was komfortabler war, wo man hingehen konnte, Mutter lösen, einstellen. Wo aber auch viel Schindluder getrieben wird. Ne? Ja. Und genau. Die Problematik hatten wir eben wir in den Anleitungen gut beschrieben, dass man eine Viertelumdrehung zurück, dass die Narbe einfach ein gewisses Spiel hat. Und wenn der Schnellspanner betätigt wird, komprimiert wird, dass dort der Druck auf die Kugellager nicht entsteht. Und das war leider nie der Fall. Ja. Und bei 17 mm haben wir uns entschieden, wir gehen über die Passung, dass wir hingehen und Passscheiben verwenden. Und das hat sich einfach bewährt. Es ist relativ simpel, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Am Anfang hat man ein bisschen eine Hemmschwelle, aber wirklich kein Thema. Und man muss ja auch dazu sagen, das wird ja auch in der Anleitung der Narbe eigentlich auch sehr gut beschrieben. Sehr gut beschrieben und eben in dem Video wirklich schön zum Nachgucken und Stopp und nächster Schritt wieder Play. Genau. Also genau. Ich bin auch so einer, der gerne sich daran orientiert. Ja, definitiv. Ja. Hier ist eine digitale Messschieber, sehr von Vorteil. Ja. Wir haben jetzt hier noch eine Vorrichtung für die Achse, was wir natürlich bei uns in der Montage verwenden. Hat auch schon seine Gebrauchsspuren. Das wird es als Zusatztool auch noch geben bei uns. Mhm. Aber es geht auch ganz normal ohne das. Ihr merkt dann vom Ansetzen und vom Runterfahren, ihr müsst ein bisschen spielen und gucken,
ob der Wert dann wirklich stimmt. Ja. Und damit habe ich es halt relativ einfach. Ich stecke auf. Und wenn ich relativ häufig montiere, ist es natürlich angenehm. Ja. Wichtig, dass die Unterfläche sauber ist. Gucken, dass ich gerade bin, dass die Narbe richtig steht. Ja. Ich habe jetzt hier einen Wert von 8,5 raus. Wir haben in den Anleitungen zu jeder Narbe steht das drauf. Und das im Video könnt ihr das genauer dann nachschauen, wie er das ausrechnet, wie er das Passscheiben einstellt. Ich nehme jetzt einfach mal die drauf. Wir wissen, das stimmt auch. Detaillierter habt das im Video. Und ja, und jetzt noch mit dem Schonhammer die Passscheibe drauf machen. So, bin ich drauf. Dann gucken, ob es sauber läuft. Das kann sein beim Einpressen, dass ihr jetzt hier so ein kleines Rispeln habt. Dann geht da einfach hin, dreht es mal um, macht mal so einen Schlag. Und dann läuft es auch in der Regel wieder sauber. Also das gibt es gerne. Rutscht sich das einfach so. Genau. Ne? Ja, und exakt. Und somit wäre der Umbau, wir denken uns, der XD-Freilauf wäre dann vollzogen. Ja, ja, wir haben ja vom XD umgebaut. Ja, genau. Cool. Extrem einfach, finde ich. Wenn man das Werkzeug hat, muss man auch mit dazu sagen. Was ich aber persönlich für sehr, sehr sinnvoll finde, wenn man Tune-Fahrer-Fan ist und nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und auch keine zwei linken Hände hat, finde ich, sollte man sich das Werkzeug schon irgendwann mal zulegen, um einfach auch so ein paar Basisarbeiten an den Narben selbst durchführen zu können. Genial. Definitiv. Also damit kann ich vor allem alles machen und wieder das Beispiel mit dem Auto rauszuholen. Genau. Wenn ich hier dann wirklich auch hingehen würde und permanent alles prüfen, da habt ihr ein sorglos Paket. Ja. Und ja, selbst wenn ihr es nicht macht, die meisten Tune-Kunden machen den Service selber nicht. Es gibt keine Probleme. Es ist an für sich ein relativ sehr geschlossenes selten. System. Ja. Und wann kommt die Feuchtigkeit rein? Sie kommt eben beim Hochdruckreiniger dann rein. Genau. Oder was halt für eine Narbe wirklich Gift ist. Wir sind jetzt gerade Ende Februar und ihr seid jetzt nicht diejenigen, die vielleicht dann draußen permanent fahrt. Das Rad hängt im Keller und das Fett, Fett-Öl-Gemisch, das setzt sich im Kugellager, wandert nach unten, so wie es hängt. Ja. Und das ist eine Situation, wo von Kugellager auch nicht von Vorteil ist. Und wenn ihr rausgeht wiederum, dann natürlich das Thema Salz, ganz klar. Ich wollte gerade sagen, also gerade die, sagen wir mal, Road-Variante hat aktuell mit Salz zu kämpfen. Mhm. Bei dem frostigen Wetter. Aber ich finde, gerade bei den Narben, wenn man einfach so ein ganz kleines bisschen das Auge drauf hält und sich auch gerade jetzt in der ruhigeren Zeit, wenn man eh nicht fahren kann, dann kann ich auch mal in meinen Augen, mal ein Stündchen irgendwie mal investieren, um sich mal um das eigene Bike mal durchzugucken und um dann auch mal einen Blick auf die Narben zu werfen. Wenn ich weiß, oh, das Rad hat jetzt aber schon die letzten drei Wochen hier oder die letzten vier Wochen nur noch hier rumgestanden, dann kann ich es auch mal aufhängen und drehe mal die Räder an, dass das Fett mal vielleicht wieder auch ein bisschen in Bewegung kommt, oder? Mhm. So, finde ich vollkommen okay. Ja, dann vielen Dank für dieses wirklich sehr nette Gespräch, für diese wertvollen Infos. Ihr werdet das Video, was wir jetzt gerade schon zweimal angesprochen haben, wird es demnächst bei uns auch zu sehen geben und ich wünsche dir eine schnelle und stressfreie Rückfahrt in den Schwarzwald. Ja, vielen Dank. Gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.